Wir wissen Folgendes. Eine Agentin ist in den Kreis der Kräuterkundler in den Zittersteingipfeln eingedrungen. Es gibt einen neuen Käufer im Gebiet, der sehr an schmerzlindernden Kräutern interessiert ist. Gleichzeitig traten Erschütterungen in der Gegend auf. Außerdem sind einige Talos-Soldaten zu Verrätern geworden und greifen in der Nähe gewisser Gebirgspfade Zivilisten an. Jemand mit viel Geld hat diese Gegend gegen uns gewandt. Finden wir heraus, wer es ist. Das könnte der Schlüssel sein. Hier drüben! Verhaltet euch un- Es gibt einen Grund, weshalb die Kaiserin wegen der Zittersteingipfel so besorgt ist. Junma Khan hatte hier einst einen Waffenhangar. Er wurde nach dem Stratuskrieg versiegelt. Es ist möglich, dass diese Silberstahlmitglieder ihn ausgeraubt haben. Und wenn dem so ist, könnten sie diese Stadt in Sekunden vernichten. Mein Kontakt glaubt, dass der Eingang zu dieser verborgenen Basis am Fuß des Berges ist. Aber zuerst müssen wir uns um ein paar abtrünnige Soldaten kümmern. Ich weiß, Diskretion ist nicht eure Stärke, aber wir dürfen keine Schaulustigen anziehen. Bleibt in der Nähe! Sie sollte hier sein. Da wären wir. Da seid ihr ja. Ich war schon besorgt. Willkommen, Jansei. Euer Ruf eilt euch voraus. Nennt mich Songmi. Kommen wir zur Sache. Ich glaube, dass diese Silberstahlgruppe eine Operationsbasis in diesem Berg hat. Dieser Tunnel wird schon lange nicht mehr genutzt. Jetzt wird er erweitert und Bergbau betrieben. Aber es wurden keine Genehmigungen beantragt oder ausgestellt. Zudem ähneln die in diesem Tunnel verwendeten Automatons denen, die bei den Angriffen auf Sarway eingesetzt wurden. Hinzu kommt, dass mehrere prominente Forscher in diesem Gebiet verschwunden sind. Es scheint in den Zittersteingipfeln etwas im Gange zu sein. Das ist möglich. Sie wurden vielleicht von abtrünnigen Soldaten in der Region verschleppt. Den gleichen Soldaten, die auch die Einheimischen von hier fernhalten. Die Einheimischen können sie vielleicht fernhalten, aber uns nicht. So, behaltet den Eingang im Auge. Wir brauchen eine Welt ohne Reiche. Nicht da beliebig austauschbare Tyrannen. Monarchie ist ein archaisches Unterdrückungssystem. Ihr müsst eure persönliche Freiheit aufgeben, um einem Kaiser zu dienen. Wir brauchen eine Welt ohne Reiche. Nicht beliebig austauschbare Tyrannen. Monarchie ist ein archaisches Unterdrückungssystem. Ihr müsst eure persönliche Freiheit aufgeben, um einem Kaiser zu dienen. Wir brauchen eine Welt ohne Reiche. Nicht beliebig austauschbare Tyrannen. Monarchie ist ein archaisches Unterdrückungssystem. Wer sind Ihr diese müsst Leute? Eure persönliche Freiheit aufgeben, um einem Vielen Kaiser Dank. Zu dienen. Wir brauchen eine Welt ohne Reiche. Nicht beliebig austauschbar. Ich fasse es nicht. Monarchie ist ein archaisches Unterdrückungssystem. Ihr seid es. Ihr seid die Hongmun-Kriegerseele. Ich wusste es. Was? Ja, mir geht's gut. Mir tut nur alles weh und ich bin müde. Hier findet man ja keinen Schlaf. Die Lautsprecher quasseln die ganze Zeit von einem archaischen System der Unterdrückung herum. Sie sind nicht überzeugend, aber sehr nervig. Ich war mit einem Konvoi auf dem Weg nach Nordmark.
Vor dem Gasthaus zum Kräutergarten wurden wir von Soldaten aufgehalten, die uns ausfragten. Sie trugen die Uniformen von Talos-Soldaten, aber sie benahmen sich wie Söldner. Als ich ihnen erzählte, dass ich traditionelle Erzählungen für das Kultusministerium sammle, haben sie mir die Augen verbunden und mich hergebracht. Das Gleiche ist mit den anderen auch passiert. Hier gibt es auch Soldaten, aber sie sind anders. Sie tragen diese weißen, mechanisch verstärkten Anzüge und nennen uns Handlanger des Talos-Reichs. Ein Forscher hatte es ihnen angetan. Er war eine Art Techniker aus Sai Wei. Seine Antworten gefielen ihnen nicht, daher haben sie ihn weggeschleppt, der arme Mann. Meint ihr, ihr könnt ihn finden? Danke. Keine Ahnung, welches Wissen sie diesem Mann abknöpfen wollten, aber sie waren bereit, uns deswegen alle gefangen zu nehmen und zu befragen. Seid vorsichtig. Wir können euch nicht auch verlieren. Und vielen Dank. Die Monarchie ist ein archaisches Unterdrückungssystem. Die Silberstahlarmee hat unsere hellsten Köpfe entführt und versucht, sie einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Sie wussten, dass wir sie retten würden. Diese Geiseln wurden womöglich absichtlich hier gelassen, damit wir sie finden. Vielleicht sollen sie als Doppelagenten dienen. Das trifft sich jedoch alles zu gut. Dieser Typ hatte einen etwas leeren Blick. Meint ihr nicht auch? Nun gut, dann bringen wir sie zu Sung Mi. Sie kann sie am Eingang bewachen, während wir uns weiter hineinwagen. Wir haben keine Zeit für... In Ordnung. Bleibt hier und sucht ihn. Aber wenn ihr ihn nicht gefunden habt, bis ich zurück bin, gehen wir weiter. Folgt mir bitte, einer nach dem anderen. Wir brauchen eine Welt ohne Reiche. Wer ist diese Frau? Nicht beliebig austauschbare Tyrannen. Die Monarchie ist ein archaisches Unterdrückungssystem. Ihr hättet einfach anklopfen können. Ach, der Lieblingswachhund der Kaiserin. Ihr seid wegen ihres Jungen gekommen, stimmt's? Wie ihr wünscht. Schnell!
hier nicht wieder hinein! Natürlich! Und jetzt sagt mir, wie ihr es geschafft habt, die Höhle in die Luft zu sprengen, sobald ich euch allein gelassen habe! Verstehe.